Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal und es freut mich sehr, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast. In dem heutigen Video möchte ich einfach über meine Erfahrungen bzw. meine ersten Eindrücke hier von Costa Rica erzählen. Ich bin jetzt schon circa einen Monat hier und da möchte ich euch einfach mal so meine Erfahrungen, meine Erlebnisse und meinen Blickwinkel hier von der Kultur euch einfach mitgeben. Meinen ersten Eindruck habe ich im Flieger erhalten, als ich über Costa Rica geflogen bin. Hier in Zentral-Costa Rica gibt es unbeschreibliche und schöne Berglandschaften, alles schön grün, voller Natur, herrliche Landschaften, wunderbare Flüsse, Vulkane, alles wunderbar und herrlich, als ich hier angekommen bin. Und dann, als ich zu meiner Unterkunft gefahren bin, habe ich dann auch gemerkt, dass trotz dessen, dass es sich um eine vielbefahrene Straße handelt, trotzdem überall Bäume an den Straßenrändern gepflanzt ist, überall Grün und Natur zu sehen ist. Und weil ich mich halt hier so in den Bergen befinde, habe ich auch wieder vom Auto aus die wunderbare Berglandschaft genießen können. Und allgemein muss ich jetzt auch sagen, dass ich jetzt hier jeden Tag in der Natur bin, im Wald. Und es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist immer schön warm, immer schön sonnig, frische Luft überall. Auch wenn man an der Straße entlangläuft, man hat immer eine frische Brise, die man einatmen kann. Es ist einfach wunderbar und herrlich. Überall Obstbäume, die hier wachsen. Ganz üblich, zum Beispiel Bananenbäume, Kokosnüsse habe ich schon gesehen, Papayas. Oder auch hier jetzt abgelegen in den Bergen und in der Wildnis habe ich auch die König der Früchte getroffen. Die gute alte und leckere Durian habe ich ja auch entdeckt und habe mir gleich mal ein paar Samen auch mitgenommen. Und sonst muss ich einfach sagen, dass hier die Tiere und die Landschaft einfach herrlich ist. Die Vögel zwitschern immer, selbst in der Stadt gibt es noch genug Vögel. Hier gibt es Affen, Lemuren, überall Schmetterlinge, Ameisen in den verschiedenen Größen und auch Echsen. Also da habe ich zum Beispiel mal eine Echse getroffen, die mitten auf der Straße gelaufen ist. Und ich glaube, das war nicht mal sogar eine Echse, es war eine, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, also ein riesengroßes Reptil, was einfach mal über die Straße gelaufen ist. Und ja, das hat mich auch einfach nur beeindruckt, was es einfach hier für Tiere und wunderbare Landschaften auch gibt. Wie gesagt, befinde ich mich hier in Zentral-Costa Rica, in der Nähe von San José lebe ich in Atenas. Das ist so eine kleine Stadt, von der gesagt wird, dass sie das beste Klima der Welt hat und momentan kann ich das auch sehr bestätigen. Also man hat immer warme 30 Grad, kühl angenehm, manchmal auch mit frischen Brisen und in der Nacht kühlt es höchstens auf 17 Grad herunter und die Sonne geht halt um circa 5:30 auf und um circa 5:30 geht sie auch langsam wieder unter. Also man hat hier diesen schicken 12-Stunden-Rhythmus, den man halt am Äquator normalerweise erlebt. Und man muss auch ganz dazu sagen, dass es zwei verschiedene Wetterarten gibt. Also es gibt eine Dürrezeit, die geht von Januar bis Juni und von Juli bis Dezember ist dann die Feuchte oder die Regenzeit. Das heißt, dass es dort halt dann mehr Niederschläge zu erwarten gibt. Und das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, dass halt dann für circa 1 bis 2 Stunden Wolken aufkommen und dort dann eigentlich richtig viel Regen runterkommt und danach ist alles wieder weg, wieder Sonne da, alles schön trocken, alles feucht. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das noch aus eurer Kindheit kennt. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wenn es geregnet hat im Sommer und dann die wunderbare Luftfeuchtigkeit, die wunderbare Frische, wenn es geregnet hat, einfach herrlich und wunderbar und das erfreut mich einfach wieder von neuem Glück, sage ich mal.
ganz besonders lieben gelernt habe ich die Mentalität und die Wertschätzung der Menschen hier. Also die sind wirklich ausgesprochen nett und auch sehr begeistert für die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel mache. Also die jubeln mir zum Beispiel zu, wenn ich hier in den Bergen in den Wald gehe, beziehungsweise laufen und joggen gehe. Wenn ich im Park mein Tai Chi mache, da gab es schon zig Leute, die zu mir gekommen sind und haben gefragt, ob ich ja, Martial Arts, also Kampfkunst mache, ob ich Tai Chi mache. Und haben mich sogar auch Leute gefragt, ob sie mit mir üben wollen, also praktizieren wollen. Haben mir einfach Zuspruch gegeben, einfach gesagt, ich soll weitermachen, sie finden das klasse und super. Und da sind auch Kinder zum Beispiel gekommen, haben mir nachgemacht, zum Beispiel die stehende Säule, und haben halt so dann so Naruto-Witze halt gemacht, so Ninjutsu oder irgendwie so, und haben mir einfach ja nett und freundlich Zuspruch gegeben. Außerdem muss ich auch sagen, wenn ich Probleme habe, sind die Leute sehr hilfsbereit, helfen mir zum Beispiel beim Übersetzen. Ich hatte auch mal Probleme mit der Bank, beim Geldschalter, da haben mir die Leute auch herzlich geholfen. Oder als ich gestern voll bepackt mit Wassermelonen vom Wochenmarkt gegangen bin, da sind sogar Leute, die ich kennengelernt habe, die ich ja einfach durch meinen Sport, durch mein Laufen hier angesprochen habe, haben mir dann angeboten, dass ich mit ihnen einsteige, sie mich mitnehmen und mir sozusagen beim Einkaufen und beim Tragen helfen. Und da musste ich halt einfach sagen, einfach wunderbares Gefühl, einfach herrlich, diese Hilfsbereitschaft und diese Freundlichkeit einfach zu erleben, wenn man einfach voll beladen mit Wassermelonen, wie gesagt, ich liebe Wassermelonen über alles, einfach Hilfe und Unterstützung, ja, entgegen, ja, einfach Zuspruch erhält. Und da kommen wir schon zum letzten Punkt, ja, Wassermelonen. Die Früchte sind hier einfach wunderbar und herrlich, sonnengereift, schön, saftig und eine ganz andere Qualität wie hier zum Beispiel in Deutschland. Also da muss ich halt auch einfach so sagen, so eine frische sonnengereifte Papaya, eine frische sonnengereifte Wassermelone zu beißen, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, welches man eigentlich nur in Deutschland, ja, im Sommer bis zum Anfang Herbst eigentlich mehr oder weniger erlebt. Und das hat man hier so ziemlich eigentlich das ganze Jahr über. Natürlich ist hier nicht alles so, ja, harmonisch, fabulös und fantastisch, wie ich es euch jetzt so geschildert habe. Natürlich gibt es auch hier sehr viele Nachteile. Einerseits halt auch die Mentalität der Leute ist auch ein Tick zu ihrem Nachteil. Sie sind sehr gelassen, gehen ihr Leben ruhig an, sind relaxed und zeigen das auch in ihrer Arbeit. Allerdings schwartet es natürlich auch zu sehr über. Also das heißt, dass sie viel zu viele Sachen auf die leichte Schulter zum Beispiel nehmen. Also das heißt, dass sie zum Beispiel ihren Müll nicht richtig trennen. Also da kommt halt ja Küchenabfälle mit Plastikmüll und alles Mögliche in einen Haufen. Wenn man einkaufen geht, zum Beispiel in den Supermärkten, auf den Wochenmärkten, dann bekommt man sehr viel Plastiktaschen in die Hand gedrückt und meistens für jedes einzelne Lebensmittel oder für jede einzelne Lebensmittelgruppe. Und der Müll, da gibt es halt hier keine richtige Müllabfuhr oder richtige Mülleimer, der wird einfach auf die Straße geworfen. Also das heißt, vor der Haustür, wenn halt die Müllabfuhr kommt, liegen dann halt große Müllsäcke zum Beispiel, und die Leute werfen halt hier in die wunderbare Natur einfach ihren Plastikmüll an die Seite, ihre Flaschen, ihre Dosen, einfach wenn sie es zum Beispiel leer getrunken haben, die Tüte leer gegessen haben, wird einfach das Zeug an den Wegesrand hingeworfen. Und auch hier in dem Anbau ist es auch deutlich zu sehen, hier ist nicht alles ökologisch oder nachhaltig angebaut. Hier wird auch sehr viel mit der Chemiekeule leider gearbeitet, und zum Beispiel hier in Athenas gibt es nur wenige organische Farmen und nur eine Permakulturfarm, die nachhaltig eine Kaffeeplantage betreibt. Also es ist wirklich für mich ein bisschen traurig zu sehen, wie die Leute halt hier mit der wunderschönen Natur umgehen und das halt nicht so auf dem Schirm bzw. ein Bewusstsein haben. Das erinnert mich halt
eher an die Erzählungen von Deutschland, so in den 70er und 80er Jahren, wo die Leute dann mehr auf ihr eigenes auf ihre eigenen Bedürfnisse geachtet haben, weniger auf die Natur und Hauptsache ihnen geht's gut, ihr Ego ist befriedigt und das Drumherum, ja, kann man ein bisschen schleifen lassen. Zusätzlich, das Zwischenmenschliche leidet auch ein bisschen. Also ich habe halt oftmals am Kinderspielplatz gesehen, dass die Leute mehr ihrem Handy die Aufmerksamkeit geben als ihrem kleinen, tobenden Kind. Und das finde ich halt auch ziemlich schade, dass halt die Leute bei jeder Tätigkeit oder bei jeder Gelegenheit eigentlich immer ihr Handy in der Hand haben, ihr Handy zu parat haben, auf WhatsApp oder auf Facebook, ja, Nachrichten schauen und dort halt ihr Leben mehr widmen als hier die unbeschreibliche und wunderbare Natur. Und das erlebe ich halt auch ziemlich oft bei der Gastmutter, dass sie halt mir viele Videos auch zeigt auf Facebook oder WhatsApp, obwohl ich jetzt in dem Moment gerade am Essen bin und mir meine Zeit lieber dem Essen widmen möchte, auch wenn sie es natürlich gut und nett meint. Aber gibt es auch einen netten Spruch von Albert Einstein, der gesagt hat, wenn wir halt uns die Technologie mehr Aufmerksamkeit widmen, dann ziehen wir eine Generation von Idioten hervor. Es gibt halt so ein sinngemäßes Zitat von ihm. Und da gibt es halt auch ein Bild, wo halt eine Mutter in der U-Bahn lieber auf ihr Handy schaut, als auf das Kind, ja, welches auf dem Boden liegt und schreit. Ein Punkt zur Mentalität der Leute muss ich auch sagen, dass ich ja vorhin erzählt habe, dass die Leute mich auch bewundern und respektieren, dass ich einen Sport mache, dass ich das Tai Chi mache in einem Park und das auch öffentlich mache. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass wirklich nicht alle Leute so sind. Es gibt hier überall, so wie in Deutschland, Argentinien, Amerika, im Nahen Osten, in Russland. Es gibt überall Menschen, die andere Einstellungen und Sichtweisen haben und auch frustriert sind. Ich habe auch fürs Tai Chi bzw. meine Lebenseinstellungen auch Kritik erhalten. Ausgelacht wurde ich und Kinder haben sogar Steine nach mir geworfen, als ich für 10 bis 15 Minuten die stehende Säule gemacht habe, mich sozusagen auf meinen imaginären Stuhl gesetzt habe. Und ja, wie soll ich sagen, die Kinder haben halt gedacht, ich wäre ein Freak, weil ich halt immer auf dieselbe und gleiche Stelle schaue, haben sich angegriffen gefühlt und haben dann wirklich Steine nach mir geworfen und mich auch noch, eine hat mich sogar getroffen. Also es war halt, ja, es ist halt sozusagen für mich eine Lektion und eine Disziplin, die mich einfach weiterbringt und mich sozusagen auf meine eigene Ruhe und ja, Disziplin herunterbringt und den Sachen halt einfach konstruktiv umgehe und nicht vorverurteilend diese Kinder begegne, sondern einfach hinterfrage, warum sie sich so verhalten und es einfach akzeptiere und zur Kenntnis nehme und einfach selbst daran wachse. Also wenn jetzt zum Beispiel in solche Länder wie zum Beispiel nach Costa Rica reist und für längere Monate das auch und dann hier zum Beispiel in einer Gastfamilie unterkommt, also nicht so eine luxuriöse Finca euch mietet, dann erwartet keinen hohen Lebensstandard. Also ich bin froh, welchen Lebensstandard ich in Deutschland habe, weil hier in Costa Rica ist es manchmal so, dass du nicht immer fließendes Wasser hast. Da kannst du nicht jeden Tag duschen, wann immer du willst. Warmwasser hast du auch nicht immer. Und du hast auch hier häufig Stromausfälle. Also dass immer einfach mal der Strom weg ist und ja, die Leute mal ja, sich mit was anderes beschäftigen müssen als mit dem Fernseher, mit dem Handy, mit dem Laptop. Ist halt für mich persönlich auch schön zu sehen, dass ja, die Leute dann rausgehen, die sich der Natur widmen und allgemein finde ich es dann einfach schön mal so in dem Dunkeln zu sitzen, für sich zu sein und die Ruhe und die Stille einfach zu genießen. Und was ich halt auch sagen muss, das Abwassersystem ist halt auch nicht so das Optimalste. Also hier wird auch alles an der Straße entlang abgeführt, das Abwasser fließt da entlang und ja, so nachhaltige Trockentoiletten oder sowas ähnliches gibt es hier leider auch nicht. Also
Der Lebensstandard ist hier bei vielen Leuten schlicht und einfach, vor allem bei den Einheimischen. Wenn man genug Geld hat, kann man sich Villen und Fincas mieten, hat man ein bisschen höheren Lebensstandard und auch einen Pool. Aber das ist halt in der Regel nicht der Fall. Das waren jetzt so ziemlich meine persönlichen Eindrücke und Erlebnisse von Costa Rica. Durchgehend positive Erfahrungen habe ich auch gemacht, natürlich auch negative, an denen ich weiter wachsen werde. Und wie gesagt, ich mag die Natur hier wirklich sehr. Durchgehend schönes Wetter, frische Luft und die Sonne. Einfach wunderbares und herrliches Wetter, wo man das ganze Jahr über anbauen kann. Ich fühle mich hier einfach wohl. Die Natur, die Vögel, das Gezwitscher. Einfach wunderbar und herrlich. Und ja, wie gesagt, ich finde es halt wirklich traurig, dass die Leute ja so mit ihrer Natur umgehen. Wie gesagt, in den tropischen Wäldern verliert man sehr schnell den guten Boden, sehr schnell die Natur. Und da ist es halt wirklich mein Anliegen darauf, mein Traum, den ich weiter verfolgen werde, hier ja selbstständig zu werden, eine Farm zu erwerben, mich hier sesshaft zu machen und im Einklang mit der Natur zu leben. Und ich würde mich halt wirklich freuen, wenn ihr mich bei dieser Reise unterstützen könntet, mir ja meine Videos verfolgt, meine Inhalte zum Beispiel auch auf Social Media Kanäle teilt und eventuell auch meine Crowdfunding-Kampagne unterstützt auf GoFundMe. Es wird mir einfach helfen. Das ist einfach mein Weg, mein Traum, den ich für mich persönlich gehen werde. Und ich würde mich halt einfach freuen, wenn ihr mich einfach dabei begleiten könntet und mich damit auch unterstützen würdet. Einfach für eine harmonische Welt, auf die wir uns gemeinsam hinarbeiten. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bei diesem Video eingeschaltet habt. Und es hat mich sehr gefreut, dass du an meinen Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben möchtest. Ich wünsche euch einfach eine schöne und erholsame Weihnachtszeit. Ja, einfach eine harmonische Zeit, die ihr jetzt noch zum Ende des Jahres ausklicken könnt. Ich werde noch hier in Costa Rica das wunderbare, schöne Wetter genießen. Ich hoffe, in Deutschland genießt ihr auch die wunderbare Winterlandschaft, falls es bei euch auch ein bisschen schneit. Einfach. Und falls nicht, dann einfach nette und gelassene Zeit mit euren Geliebten. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.